Hallo und herzlich willkommen zum vierten Part von Breath of the Wild. Im letzten Part haben wir hier den Schrein oben gelöst und machen uns hier auf den Weg zu den nächsten Schrein. Ich habe hier auch auf der Karte die Crocs markiert, die noch fehlen. Die werden wir jetzt hier so ein bisschen ablaufen. Dann hätten wir auch alle hier auf dem vergessenen Plateau. Da müssen wir uns jetzt hier ein bisschen beeilen, weil ich weiß nicht, ob wir für all das genügend Kälteschutz haben. Sollte aber eigentlich schon reichen. Ich muss natürlich immer gucken, wo die Crocs sind. Der ist sicher hier. Genau. Wir werden ja natürlich alle Crocs sammeln und ich werde euch immer ein bisschen die Crocs zeigen, wo sie sind. Und natürlich werde ich die auch immer ein bisschen auf dem Weg halt so ein bisschen zur Überbrückung einblenden, dass wir dann auch alle Crocs gesammelt haben. Jetzt muss ich hier gerade gucken, wo der andere ist. Der ist da unten. Jetzt muss ich hier gerade mal gucken. Schaffe ich das hier? Ja. Das ist da unten bei der Platte. Müssen wir hier kurz nach unten wandern. Es ist halt natürlich noch immer ein bisschen schwierig ohne das Parasiegel. Aber das kriegen wir ja bald. Sehr gut. Ist das magnetisch? Nein. Das heißt, wir brauchen hierfür das Stasis-Modul. Dass wir das hier ein bisschen, ich nehme mal kurz eine bisschen weniger schlimme Waffe, wenn ich sie zerstöre. So, dann soll das hier wegfliegen und hier haben wir den nächsten Krog, den wir auch gefunden haben. So. Sehr gut. Die muss ich direkt wieder löschen hier von der Karte. So, und dann laufen wir direkt weiter. Den anderen sieht man direkt auf der Karte, wo er ist. Da bei dem Steinkreis. Müssen wir hier nur wieder hoch. Sollten wir aber eigentlich schaffen. Hoffe ich mal. Hier ist ja ein bisschen von der Mauer kaputt gegangen. So ein bisschen abgebrochen. Kälteschutz haben wir jetzt hier noch eine Minute und dann haben wir noch zwei Gerichte. Das sollte eigentlich ohne Probleme reichen. Wir holen ja nämlich bald das Winterwams. Das könnte aber wirklich jetzt gefährlich werden. Ich glaube, das schaffen wir nicht. Oder? Komm, oh, ganz close. Genau das meinte ich mit diesem Sprung. Eieiei, das war ganz, ganz gefährlich. Und ich möchte wieder die nächste Zuschauerfrage beantworten, und zwar von Ma11. Hey, liebe deine Videos, und jetzt meine Frage, was hat dich zu YouTube inspiriert? Was mich zu YouTube inspiriert hat, ich habe schon immer als kleines Kind YouTube geguckt und habe mir auch immer so halt gedacht, wenn so ein YouTuber halt komplett blind ist, dass das einfachste Rätsel, das es auf Erden gibt. Das ist uns kurz unser Kälteding weg, muss ich kurz was Neues essen. Wir essen das hier. So ein einfaches Rätsel mit ein paar Kisten schieben oder so. Ich habe ja schon früher immer Nintendo-Content geguckt, also zum Beispiel halt Zelda-Rätsel und so. Da habe ich mir immer so gedacht, also wie kann man so schlecht sein und das nicht hinkriegen? Und wollte ich das besser machen, aber ich komme gleich wieder drauf zurück. Nachts ist es sehr kalt in den Bergen. Ho, 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 ho. Schöne Aussicht hier. Ja, hier versperrt ein Nichts die Sicht. Man kann fast das gesamte Plateau überblicken. Hast du schon gemerkt, dass dein Schickerstein über ein Fernglas verfügt? Such mit Hilfe des Fernglases die Schreine und markiere sie. Ja, das weiß ich schon. Markierungen kannst du auch direkt auf die Karte hinzufügen und oder entfernen. Das haben wir auch schon gemacht. Wenn du bestimmte Orte im Auge behalten willst, ist das sehr praktisch. Alles klar.
Ich muss, dann zieh dich um. Ich muss schon sagen, es ist beeindruckend, dass du ohne Winterwams bis hierhin geschafft hast. Hier, als Lohn für deine Tollkühlheit schenke ich dir das Winterwams. Winterwams, warme Kleidung der Bergbewohner. Dank dieses dicken Stoffes und der Handschuhe bleibt die Körperwärme erhalten. Du willst es nicht anziehen? Gefällt dir da mein Geschmack etwa nicht? Nun gut, mach, was immer du willst. Bevor du erfrierst, wirst du es hoffentlich anlegen. Danke sehr, alter Mann. Und wir werden das auch direkt anziehen. Jetzt haben wir halt leider da das eine Kältegericht für nichts gegessen. Oder halt für ein paar Sekunden. Aber das macht ja nichts. Also, worauf ich zu sprechen wollte. Mich hat halt inspiriert, halt es besser zu machen. Ich habe bis jetzt ja noch nicht wirklich solche Lost-Momente gehabt. Aber ich glaube, das wird es auch sicher bei mir geben. Dass man mal was übersieht oder mal was verpeilt oder so. Und ich möchte es aber trotzdem besser machen als die YouTuber da. Danke sehr für den Krogsam. So, gehen wir direkt weiter. Und dann sind wir auch schon bald beim Schrein drüben. Man kann ja auch noch ein bisschen Schild slittern. Ist auch immer ganz schön. Ist mal ein bisschen schneller. So, mal gucken, wo hier der nächste Krog ist. Ist der vielleicht da oben? Das wissen wir nicht. Gucken wir jetzt zuerst mal hier oben. Aber hier sieht's nicht so aus. Dann wird der wohl da unten sein. Müssen wir da wieder irgendwie vorsichtig runterklettern. Oh. Das hat nicht so gut funktioniert. Unser erstes Leben, das wir abgezogen bekommen, weil wir runterfliegen. Perfekt. Ja. Aber ja, kann ich nicht ändern. Hatten wir wenigstens jetzt auch mal ein bisschen Schaden, den wir bekommen. Muss ich jetzt hier doch wirklich gucken, wie ich da runterkomme. Ich glaube, hier soll es gehen. So, klettern wir somit hier mal runter und gucken, ob hier der Krog ist. So, ja, vielleicht ist es einfacher gewesen, da beim normalen Fels runter. Kann ich da gar nicht runter? Müssen wir aber wirklich aufpassen. Muss kurz was essen. Sieht wohl danach aus. Dann muss der Krog doch irgendwo hier oben sein. Hier oben drauf? Nee. Jetzt bin ich gerade überfragt. Wo ist denn der Krog? Habe ich den zu weit unten markiert? Also ist der irgendwie erst hier vorne? Nein, hier ist auch nichts. Und hier kann ich auch nicht runter. Hier sieht halt schon sehr, sehr verdächtig aus hier. Überall. Klettern wir nochmal hier runter. Ich fand das sowieso richtig unlogisch. Wieso? Wieso? Nee. Keine Ahnung, wo der Krog ist. Vielleicht brauchen wir dafür das Parasegel. Aber so wie es aussieht, komme ich nicht an den ran. Schade, weil eigentlich, wenn man ja auf die Karte guckt, geht es ja hier nach unten. Der ist sicher irgendwo hier unten. Aber so wie es aussieht, können wir ihn jetzt noch nicht holen. Schade, macht ja nichts. Haben wir hier halt ein bisschen Schaden gefressen. Jo, jetzt werde ich hier noch von Schnee umgemäht. Jetzt kann ich euch noch was zeigen. Und zwar, die schlafen ja jetzt hier schön, die Herren. Ja, das hat wunderbar funktioniert, das, was ich zeigen wollte. Ich wollte sie eigentlich überraschen. Das hat nicht so funktioniert, wie das eigentlich sollte. Aber macht ja nichts. Sie haben ja trotzdem nichts hingekriegt. Gehen wir auf zum letzten Schrein.
Hier ist noch alles vereist. So ein kleiner See. Tomi Soke Schrein. Gehen wir auch direkt hinein. Auf geht's. Ja, es, wie gesagt, gibt halt, dass vielleicht der Krog noch nicht erreichbar ist und so. Und ja. Und was natürlich auch mich immer zu YouTube inspiriert, ist natürlich, es gibt ab und es gibt natürlich immer bis heute noch Leute, die wirklich coolen Content machen. Und ich finde, ich möchte auch gerne es halt so ein bisschen unterhaltsamen, coolen Content machen. Es ist vielleicht nicht das größte Comedy-Video, das hier, das ist mir schon klar. Aber so ein bisschen, so einfach ein bisschen die Leute unterhalten. Lässt Eis sein, aus dem Wasser entstehen. Cryo-Modul. Ein neues Modul ist aktiv. Bisschen, dass die Leute ein bisschen abschalten können. Und so, das wäre eigentlich schon so, mein Ziel. Und ich weiß nicht, ob ich das hinkriege. Wäre auf jeden Fall schön. Jetzt habe ich keinen Bogen mehr. Sehr gut. Hier oben ist eine Kiste. Mit einer Reiselanze, die ich aber nicht mitnehmen kann. Wir schmeißen das Reiseschwert mal weg. Ja, nehmen wir mit die Reiselanze mit. So, hier gibt es einen kleinen Nano-Wächter besiegt. Und dann können wir hier hoch. Man kann drei Eissäulen damit machen. Und dann zerstört es die erste. Ja, hier haben wir alle Truhen. Und somit haben wir den letzten der vier Schreine geschafft. Sehr gut. Bin ich zufrieden mit. Was haben wir jetzt? Sind wir vielleicht bei 4, 5 Parts für das Plateau? Ist eigentlich ja eine ganz gute Anzahl. Wird natürlich schneller sein können, das ist klar. Aber wir gehen ja das ja gemütlich an, weil schließlich dauert es ja noch ein bisschen, bis Breath of the Wild 2 rauskommt. Und somit haben wir das ja auch nicht direkt. Genau. Wenn wir natürlich jetzt angeschlagen gewesen wären, hätte uns natürlich dieser Tempelwärter auch noch voll geheilt. Aber das ist ja. Nun, du hast in allen Schreinen auf diesem Plateau ein Zeichen der Bewährung erhalten. Wohohoho. Es ist soweit, Link. Es ist Zeit, dass du die Wahrheit erfährst. Sieh auf deine Karte und denk dir gekreuzte Linien zwischen den vier Schreinen. Dort, wo sich diese Linien kreuzen, werde ich auf dich warten. Hast du verstanden, wo die Linien zwischen den vier Schreinen sich kreuzen? Habe ich verstanden, alter Mann. So, wir holen auch hier direkt noch die Truhe. Die werde ich jetzt aber noch von Fledermäusen angegriffen. Flederbeißerflügel. Dieser Flügel eines Flederbeißers. Erst bei näherer Betrachtung fällt dir auf, dass er von kleinen Härchen bedeckt ist. Kochst du ihn mit Insekten, dann Punkt, Punkt, Punkt. Flederbeißerauge. Eine Trophäe aus einem Flederbeißerkampf. Als Kochzutat scheint das Auge nicht zu taugen, aber vielleicht findest du irgendeinen anderen Verwendungszweck dafür. Jawohl. Müssen jetzt hier natürlich ein bisschen aufpassen, weil hier ist natürlich alles voll mit kaltem Eiswasser. Ich möchte natürlich nicht in dem kalten Wasser baden gehen. Ein Opal. Müssen wir hier aufpassen, weil wäre ich jetzt da drauf gesprungen und hätte dann den neuen Turm gesetzt, wäre mein Turm unter den Füßen zerbrochen. Und das wäre ja nicht. Nein!
Ich wollte nicht runterspringen, ich wollte klettern. Da ist es so mit unserem ersten Tod. Ihr könnt natürlich gerne ein Todescounter machen, das ist nicht so schlimm. Das hat jetzt nicht so gut funktioniert. Ah, der erste Tod durch Runterfallen. Hier können wir noch die Truhe holen. Mit 5 Bombenfallen. Ja, das ist jetzt gerade ein bisschen tragisch und traurig. Aber macht ja nichts. Macht ja nichts, macht ja nichts. Kann ja mal passieren. Ja, man muss sagen, es ist schon eine höhere Distanz gewesen, wo ich jetzt runtergefahren bin. So, holen wir uns hier noch den Krog. Ich bin nicht ja wegen dem Krog gestorben, weil ich ja hier runter musste, sonst wäre ich hier nicht runtergegangen. Müssen wir mal ein bisschen Feuerpfeile nehmen. Und das mal ein bisschen niederbrennen. Ui, das brennt nicht sogar. Das ist jetzt eigentlich nicht so das Ziel gewesen. Brauche ich jetzt da wirklich noch einen? Da kann ich das auch so schmelzen lassen. Hallo? Nein, jetzt war ich wirklich für das noch ein Pfeil. Schade. Ja, wir haben dich entdeckt, mein Freund. So, mit Krog Nummer 9. Den werde ich dann euch irgendwann später mal zeigen. Wir sind ja nicht das erste Mal hier in der Nähe. Boah, bin ich jetzt wieder gestorben. Es ist sehr, sehr schwierig abzuschätzen zu können, ab wann ist der Fallschaden so hoch, dass man stirbt. Gut, das sind wir vorhin, sind vorhin hier runtergefahren, von der Spitze da oben hier runter. Ich weiß ja nicht, ob jetzt das so extrem hoch war. Aber ja, Link ist gestorben und das ist jetzt so. Hier unten wäre noch ein Krog. Jetzt ist die Frage, wie bekommen wir den? Glaube, wir können hier mit dem Eismodul hier eine Säule erstellen. Und dann hier runterklettern, wenn das funktioniert. Bitte, kletter hoch. Das ist schon der zweite Tod. Also, das mit dem, was ich eigentlich mit den YouTubern spielen wollte, besser sein als die anderen, hat sich schon mal in dem Part geklärt, dass das nicht der Fall ist. Es wird also genauso schlimm. Gut. Ah. Der zweite Tod jetzt direkt in Folge. Eieiei. Das wird ja was. Das wird unterhaltsam, glaube ich. Ja, ich glaube, ihr könnt euch auf ein gutes Let's Play freuen. Zwischen Skill und Fail. Bis jetzt waren die ersten Parts, hatten wir recht Skill. Und jetzt war es dann das mit dem Skill. Kann ich den von hier berühren? Halt die Frage, ich möchte nicht nochmal ins Eiswasser fahren. Ganz gefährlich macht Link das. Oh. Kann ich den hier nicht berühren? Fuck, was machen wir jetzt? Oh. Bitte, nimm ihn doch. Bitte, hallo. Wo komme ich überhaupt hoch hier? Ja. Wie kriegen wir das jetzt dahin? Oder kann ich auf diesen Metalltüren schwimmen? Aber die sollten ja untergehen. Bitte. Sehr gut. Oder schwimmen die? Das ist halt die Frage. Wenn die schwimmen, kann ich auf den schwimmen. Nein, die schwimmen nicht.
Ja, dann werde ich den Krog wohl auch später mal holen müssen. Ich weiß nicht, was ich hier tue. Ich kann es euch nicht sagen. Sind wir hier noch auf einer beschissenen Position? Oh, fast zu weit gesprungen. Ja, wir gehen jetzt einfach weiter. Das ist jetzt ein Scheiß-Krog. Dann hole ich, zeige ich euch dann die zwei Krogs hier irgendwann später mal. Nicht, dass wir jetzt nochmal sterben. Es hat jetzt wirklich alles nicht so ganz funktioniert. Aber ja, kann ich ja nicht viel dran ändern. Eieiei, zweimal gestorben jetzt in einem Part. Ich glaube, das wird dann auch Spitzenrekord bleiben. Also ich kann ja mal sagen, mein Ziel wäre es so unter fünfmal zu bleiben. Sind wir hier ein paar Mal gestorben? Das war jetzt auch ein paar Mal zu viel. Das kann ich schon mal sagen. Aber das wird ja besser. So. Ja, schade, schade. Schade, schade. So oft hier gestorben. Hier oben war auch eine Kochstation, die man benutzen könnte. Was ist denn hier in der Kiste? Denn ein Bernstein. Okay. Dann gehen wir hier. Puh, jetzt muss ich gerade mal gucken, wie kommen wir denn hier runter? Müssen hier, glaube ich, hier ein bisschen hier nach drüben gehen. Und da ein bisschen an den Mauern entlang. Dann sollte das eigentlich klappen. Ja, dann habt ihr wenigstens ein bisschen was zu lachen. Weil ich ja sterbe. So, sehr gut. Dann gehen wir hier schön runter und sind unten. Und gucken uns hier noch ein bisschen die Sachen an. Hier ist auch ein Lagerfeuer. Ah, hier unten ist so ein Bockblindenlager. Okay. Den haben wir gut beseitigt. Oh, ich habe die gar nicht gesehen da unten. Lol. Oh nein. Zack, nächsten abgeschlagen. Da unten wären noch Bombenpfeile gewesen. Bombenfässer gewesen. Du, er setzt sich einfach wieder dahin, wo seine Kameraden vorhin gestorben sind. Und da haben wir ihn beseitigt. Hier ist jetzt ein bisschen stärkerer Wind, wie ich sehe. Hier wehen die Sachen weg. Und hier ist noch eine Truhe drin. Sehr gut. Nochmal mit 5 Feuerpfeilen. Jetzt ist natürlich die Frage, den Krog hier haben wir, glaube ich, geholt. So, ne, den haben wir nicht geholt. Müssen wir hier gerade mal gucken, wo denn der ist. Also, wenn er oben ist, ja, der ist, glaube ich, da auf der Plattform. Kommen wir so hoch, ist die Frage. Das ist schwierig zu sagen. Wir können es aber probieren. Das ist schon sehr weit. Uff, ne, schaffen wir nicht. Da brauche ich das Parasegel. Das schaffe ich sonst nicht. Ja, dann sind das wohl die drei Crocs, die wir hier noch dann nochmal holen müssen. Später einmal. So, dann werden wir hier noch die Lager ausräumen und dann noch einen kleinen Bosskampf haben. Und dann werden wir dann im nächsten Part zu der Zitadelle der Zeit gehen. Das ist nämlich auch der Punkt,
Punkt, wo die Linien sich kreuzen. Sehr gut. Oh, Scheiße. Das hat jetzt nicht so funktioniert. Uiui. Sehr gut. So, dann müssen wir dann noch den Spinner da oben töten. Haben wir ja noch einen Bogen. Ups, drüber geschossen. Sehr gut. Dann haben wir die Axt. Haben wir die Truhe auch. Und nehmen uns hier noch den Loot mit. Sehr gut. Ja, dann bin ich hier leider zweimal gestorben. Das kann ich auch noch mitnehmen. Macht ja nichts. Bogen würde ich gerne nehmen. Aber nur ein paar. Die Erze sind ja recht viel wert. Ist noch ein Schleichglöckchen. Eine Blume, die in Wäldern und auf Wiesen zu finden ist. Nachts gibt sie ein schwaches Licht ab. Als Kochzutat verleiht sie die Fähigkeit, lautlos zu schleichen. Noch eine Echse. Hyrule-Gras, ein äußerst nährhaftes Kraut, das überall auf Hyrules Ebenen wächst. Als Kochzutat füllt es noch mehr Herzen auf. Okay. Also, dann gehen wir in den Kampf hinein. Hier gibt es noch ein Schwert. Und dann beginnt der Kampf gegen den Ivarok. Den ersten Boss, den wir hier haben. Geisel des Plateaus. So, wir müssen hier natürlich hier seinen Schwachpunkt schlagen. Aber das kriegen wir gut hin. Der ist ja nicht so extrem stark. Ui, jetzt hat er mich runtergeballert. Jetzt wollte er mich noch ummähen. Du, ey, aufpassen hier. Also, nicht so aggressiv, mein Junge. Und Game Over. Der droppt viele Erze. Ein Feuerstein. Wenn man mit dem Gegenstand aus Metall draufschlägt, entsteht Funken, die Feuerholz in der Nähe entzündet. Praktisch, aber nach einem Schlag geht er kaputt. Jo, haben wir hier noch ein bisschen was geholt. Jetzt werden wir hier noch schnell die Crocs abklappern. Und dann war es dann das auch für die heutige Folge. Mal wieder heute mal ein bisschen eine längere Folge. Wie man merkt, wir nehmen hier noch das Hyrule-Gras mit. Dann nehmen wir hier noch kurz die zwei Crocs mit. Das hier ist ein ganz einfacher Croc. Da müssen wir nur der Blume hinterher. Und dann haben wir das auch schon. Sehr gut. Wir haben dich geholt, ja. Dann holen wir hier noch den Croc hier drüben. Der ist oben auf dem Baum drauf. Und dann sind es noch zwei Crocs, die wir holen müssen. Einer ist im Schrein des Lebens. Und der andere. Ah, ne, der ist gar nicht hier drin. Der ist im Dings drin. Der ist hier. Müssen wir kurz gucken. Der müsste, glaube ich. Ne, der müsste, glaube ich. Ah, ne, der ist da oben drauf. Was suche ich denn hier unten? Da oben gab es noch ein paar Eier. So, hier oben ist der nächste Croc. Und dann holen wir noch kurz den letzten Croc da und dann werden wir uns dann im nächsten Part da im Schrein des Lebens wiedersehen. So, hier vorne sollten aber, glaube ich, noch ein paar Gegner sein. Nee, hier ist nur der Croc. Da drüben liegt ein Gegner am Boden. Der schläft da. Und dann haben wir auch hier noch den Krog. Sehr gut, dann hätten wir heute eine gute Anzahl Krogs geholt. 12 Krogs haben wir jetzt. Haben die vier Zeichen der Bewährung geholt.
Warte, ich kann mich auch jetzt kurz noch zum Schein des Lebens porten. Und dann sind wir leider zweimal gestorben. Das war ein bisschen der Tiefpunkt des Parts. Aber sonst lief der Part eigentlich ganz gut. Holen wir noch kurz den Krog hier im Schrein des Lebens, den wir hier brauchen. Der sollte, wenn er schon hier ist, das bin ich mir noch gar nicht sicher. Der spawnt nämlich erst nach einer Zeit. Und er ist noch nicht da. Okay, dann können wir aber noch die Kisten zerstören, aber da ist nichts drin. Also dann bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Part von The Legend of Zelda Breath of the Wild. Euer Blumenerde. Ciao, ciao. Thank you.